Ein paar Münzen für einen Veteran, das ist doch nicht zu viel verlangt. Soll ich euch verraten, was die wichtigste Erkenntnis meines langen Lebens war? Entschuldigung? Hey, wollt ihr Fangen spielen? Ihr braucht etwas? Ich möchte nur meinen Abschluss machen und mich dann bei der Armee verpflichten. Meine Trommeln werden unsere Truppen zur Musik führen. Ich muss mich um viele Dinge kümmern. Was braucht ihr? Ihr braucht etwas? Bitte, hört mich an. Mein Meister ist zwischen den Welten verschollen und ich kann ihn nicht zurückbringen. Mein Meister hat mich verlassen, hat sein Volk verlassen und nichts, was ich sage, kann seine Meinung ändern. Nun weigert er sich sogar, mich zu sehen. Er sagt, ich störe seinen Urlaub. Und das schon so viele Jahre lang. Bitte, könnt ihr nicht helfen? Das letzte Mal, als ich ihn sah, besuchte er einen Freund im Blauen Palast. Keinen so unbedeutenden wie den Jarl. Oh nein! Solche Leute sind unter seiner Würde. Er ging in den verbotenen Flügel des Palasts, um mit einem alten Freund zu reden. Er sagte, sie hätten schon seit Ewigkeiten keinen Tee mehr zusammengetrunken. Oh, und ihr werdet den Hüftknochen brauchen. Er ist äußerst wichtig. Es ist unmöglich, den Pelagius-Flügel ohne ihn zu betreten. Ach, ihr versteht es einfach nicht. Ohne ihn wäre ich nicht frei. Ohne ihn bin ich dem Untergang geweiht. Sein ganzes Reich wird im Chaos versinken. Bis zum nächsten Mal. Habt ihr am Hofe etwas Geschäftliches zu erledigen? Ich bin der Vogt des Jarl. Wenn ihr am Hofe etwas zu erledigen habt, müsst ihr mit mir sprechen. Auf gar keinen Fall. Dieser Flügel ist schon seit Hunderten von Jahren abgesperrt. Aus gutem Grund. Es heißt, der Geist von Pelagius, dem Wahnsinnigen, spuke dort noch herum. Ob es dort nun spukt oder nicht. Manche Überbleibsel seiner finsteren Herrschaft sollten besser begraben bleiben. Ihr könnt jederzeit zurückkommen, wenn ihr Fragen habt.
Der Blaue Palast ist ein offenes Forum. Beeilt euch. Wenn ihr in geschäftlichen Angelegenheiten hier seid, wendet euch bitte an Falk Feuerbart, meinen Vogt. Die Jarl will mit gewöhnlichen Angelegenheiten des Hofes nicht behelligt werden. Mit solchen Anliegen kommt ihr gefälligst zu mir. Dort ist es gefährlich. Und Falk mag es nicht einmal, wenn ich und Erdi jedes Jahr hineingehen, um die Spinnen zu beseitigen. Wenn ihr wirklich wollt, nehmt euch nur vor dem Geist in Acht. Er hat sich mal an mich herangeschlichen und mich zu Tode erschreckt. Das steckte mir noch die ganze Woche in den Knochen. Ihr könnt mich später im Blauen Palast treffen, falls ihr euch noch mal unterhalten wollt. Sibylle Stentor hat ein Verständnis für magische Theorie, das ich von einem Menschen niemals erwartet hätte. Nicht einmal von einer Bretonin. Etwas Tee, mein lieber Pelly? Ach nein, wirklich nicht. Das ist an mir vorbeigegangen. Außerdem habe ich noch so viel zu tun. So viele unerwünschte Personen, mit denen ich klarkommen muss. Neinsager, Idioten, Kritiker. Mein Scharfrichter hat 3 Tage lang nicht geschlafen. Tö, tö.
Ihr geht viel zu hart mit euch ins Gericht, mein lieber krankhaft wahnsinniger Pelagius. Was würden die Leute nur ohne euch tun? Tanzen? Singen? Lächeln? Alt werden? Ihr seid der beste Septim, der jemals geherrscht hat. Außer vielleicht diesem Martin-Burschen. Aber der hat sich ja in einen Drachengott verwandelt. Und das ist nicht gerade nett. Wisst ihr, ich habe die ganze elende Angelegenheit miterlebt. Einfach fabelhaft. Schmetterlinge, Blut, ein Fuchs, ein abgetrennter Kopf und... Oh, und der Käse... Zum Sterben gut. Ja, ja, wie ihr schon unzählige Male gesagt habt. Ha, Rumpf! Nun denn, wenn ihr unbedingt so sein wollt, vielleicht gehe ich dann besser. Schönen Tag noch, Sir. Ich sagte, schönen Tag noch! Ja, ja, geht. Überlasst mich meinen endlosen Pflichten und Aufgaben. Wie unhöflich! Ist sich zu fein, einen alten Freund ein oder zwei Jahrzehnte lang unterzubringen. Ihr Sterblichen und eure selbstmörderische Neugier, aber wenn ihr es unbedingt wissen müsst, es war Pelagius, der Wahnsinnige, Kaiser von Tamriel, vor 400 Jahren? Nein? Ihr wisst doch sicherlich von Pelagius' Erlass. Auf dem Sterbebett, und das war wirklich brillant, verbat er den Tod. Ganz recht, der Tod geächtet. In der Psyche von Pelagius, Dummchen. Ah, ist es euer erstes Mal? Wirklich? Oh, was für eine Botschaft ist es? Ein Lied? Eine Beschwörung? Moment, ich weiß es. Eine in den Rücken einer argonischen Konkubine eingeritzte Todesdrohung. Die mag ich am liebsten. Und? Heraus damit, Sterblicher. Ich habe keine Ewigkeitszeit. Eigentlich habe ich sie doch. Kleiner Scherz. Aber im Ernst, wie lautet die Botschaft? Ach, wirklich? Von wem? Moment! Sagt nichts! Ich will es erraten. War es Molag? Nein! Der kleine Tim, der Sohn des Spielzeugmachers. Der Geist von König Lysandus? Oder war es... ja, Stanley, die plappernde Pampelmuse aus Passwall. Ich liege komplett daneben, nicht wahr? Was soll's? Ehrlich gesagt will ich es gar nicht wissen. Warum die Überraschung verderben? Aber zur Sache. Glaubt ihr, mickriger, kleiner, entbehrlicher Sterblicher wirklich, ihr könnt mich zum Gehen bewegen? Denn das ist nun wirklich verrückt. Euch ist doch klar, mit wem ihr es hier zu tun habt. Oh, bitte, verzeiht! Habt ihr etwas gesagt? Ihr müsst mich entschuldigen, es ist nur... Mir ist auf einmal so abgrundtief... Langweilig! Also nun mal im Ernst. Ihr steht vor Sheogorath, höchstpersönlich, dem dädrischen Prinzen des Wahnsinns. Und euch fällt nichts Besseres ein, als eine Botschaft zu überbringen? Schwach. Das ist doch die eigentliche Frage, nicht? Seien wir mal ehrlich, wie viel Müßiggang braucht ein wahnsinniger Dädra denn wirklich? Also, ich werde Folgendes tun. Ich gehe. Ganz richtig. Ich bin hier fertig. Das Nichtstun hat ein Ende. Der schnöde Alltag ruft mich. Unter einer Bedingung.
Ihr müsst zuerst einen Weg nach draußen finden. Viel Glück dabei. Ich liebe es, wenn Sterbliche wissen, dass sie manipuliert werden. Das macht alles gleich viel interessanter. Möchtet ihr euch etwas umsehen? Ich darf wohl sagen, dass das hier nicht die botanischen Gärten von Einsamkeit sind. Habt ihr überhaupt eine Ahnung, wo ihr seid? Wo ihr wirklich seid? Willkommen in der trügerisch grünenden Psyche von Kaiser Pelagius III. Ganz recht, ihr seid im Kopf eines toten, gemeingefährlich verrückten Monarchen. Ihr denkt jetzt sicher, kann ich mich immer noch auf meine Schwerter, Zauber, das Schleichen und ähnlichen Unsinn verlassen? Gewiss doch. Aber wie wäre es denn mit... dem Wabajak? Na, das habt ihr nicht kommen sehen, oder? Ich muss doch sehr bitten. Ich tanze gerade das Fischstäbchen. Ein äußerst schmackhafter Gemütszustand. Nun, das ist eine traurige Geschichte. Pelagius hasste und fürchtete viele Dinge. Attentäter, wilde Hunde, die Untoten... Pumpernickel. Der tiefste, erbittertste Hass galt aber ihm selbst. Hier könnt ihr seine gegen sich selbst gerichteten Angriffe in Gänze sehen. Sie zielen immer auf den schwächsten Punkt seines zerbrechlichen Selbst. Der Selbsthass macht Pelagius nur noch wütender. Aber sein Selbstvertrauen wird mit jedem Treffer schwächer. Ihr müsst beides ins Gleichgewicht bringen. Braucht etwas? Ihr hättet nie herkommen sollen. Ihr scheint ein kleines Problem zu haben. Oder gar ein großes. Vielleicht sollten wir die ganze Sache erst etwas verkleinern. Los geht's! Warum sterbt ihr nicht endlich? Wunderbar, Pelagius kann sich nun endlich selbst akzeptieren und alle anderen hassen. Ihr braucht etwas?
Ich muss doch sehr bitten. Ich tanze gerade das Fischstäbchen. Ein äußerst schmackhafter Gemütszustand. Ach, wunderbar, wunderbar. Warum den ganzen Hass auf sich selbst vergeuden, wenn man ihn so schön auf andere richten kann? Jemand hat aber immer noch einiges zu tun, Ihr wandelt nun auf dem Pfad der Träume. Zu eurem Pech leidet Pelagius schon seit jungen Jahren an Nachtangst. Ihr müsst nur etwas finden, mit dem ihr unseren armen Pelagius aufwecken könnt. Seine Ängste sind leicht abzuwehren, aber hartnäckig. Hallo. Wenn das mal keine gute Nachricht ist, Pelagius ist auf den Beinen. Also kann es weitergehen. Wir werden beide schon bald zu Hause sein. Ihr braucht etwas? Hä? Ich muss doch sehr bitten. Ich tanze gerade das Fischstäbchen. Oh, ich freue mich ja so für euch. Meine Güte, was für eine Bürde ihr tragen musstet. Aber ihr habt es geschafft. Ihr habt eure inneren Dämonen besiegt. Bravo. Ihr habt doch nicht euch selbst gemeint. Ihr meintet Pelagius. Nun, da dürften Glückwünsche angebracht sein. Ihr wisst schon. Für das, was ihr für den wahnsinnigen Kaiser getan habt. Die Paranoia zu besiegen dürfte nach dieser Tortur ein Kinderspiel sein, Oh, eine gute Wahl. Gut für mich jedenfalls. Es amüsiert mich köstlich, dass alle hinter euch her sind. Euch wahrscheinlich weniger.
Wisst ihr, Pelagios Mutter war, nun, sagen wir mal, einzigartig. Obwohl sie im Großen und Ganzen für eine Septim schon ziemlich normal war. Diese Frau schwang die Furcht wie ein Hackebeil. Oder schwang sie das Hackebeil und hat den Leuten damit Angst gemacht? Bringe ich immer durcheinander. Oh, aber sie hat ihren Sohn viel gelehrt. Pelagius lernte schon früh, dass Gefahren überall lauern können. Jederzeit und in jeder Gestalt. Das Ziel ist ein vereinfacht, ihr Einfallspinsel. Benutzt euren Baba Yaga, um den Feind zu besiegen, während der dasselbe tut. Eure Kreatur scheint sich nicht besser zu schlagen als vorher. Ich glaube, ihr zielt nicht richtig. Ohne die Bedrohung lebt Pelagius in eingebildeter Sicherheit. Also hat sie ihm geholfen. Irgendwie. Wir sind der Heimat ein gutes Stück näher gekommen. Ich muss doch sehr bitten, ich tanze gerade das Fischstäbchen. Ein äußerst schmackhafter Gemütszustand. Das ist ein sehr subjektiver Begriff. Behandelt klingt doch viel passender, meint ihr nicht? So wie man es mit einem Ausschlag oder einem Pfeil im Kopf tut. Aber nun gut, ihr seid zwar ein herzloser Sterblicher, habt es aber tatsächlich geschafft. Ihr habt überlebt. Ich werde meinen Teil der Abmachung einhalten müssen. Also, herzlichen Glückwunsch, ihr könnt gehen. Ich bin natürlich für meine Sinneswandel bekannt. Also geht, jetzt. Pelagius Septim der Dritte, einstmals wahnsinniger Kaiser von Tamriel, heute so langweilig vernünftig. Ich wusste immer, dass er es in sich hatte.
Dann heißt es wohl zurück zu den zitternden Inseln. Der Ärger, den Haskell sich in meiner Abwesenheit einbrocken kann, einfach unglaublich. Haben wir auch ganz sicher alles dabei? Kleidung? Ja. Bad? Ja. Gepäck? Gepäck? Wo habe ich nur wieder mein Gepäck gelassen? Meister, ihr habt mich zurückgenommen. Bedeutet das, dass wir nach Hause gehen? Ach, wie schön. Ich kann es gar nicht erwarten, endlich. Ja, ja, genug gejubelt. Warum schicken wir euch nicht voraus, hm? Und nun zu euch, mein kleiner sterblicher Scherge. Den Wabajak könnt ihr gern behalten, als Zeichen meiner... Ach, jetzt nehmt das verfluchte Ding schon. Passt gut auf euch auf, ja? Und solltet ihr jemals in Neu-Sheot sein, kommt mich besuchen. Dann essen wir zusammen eine Erdbeertorte. Tschüsschen!